Hallöchen, meine Freunde. Willkommen zu einer Let's Play von die Diablo 3. Frische Luft. Für mein Fenster ist aber zu. Dann gehen wir mal von den Feinden der Nephalem umgeben. Nein, das werde ich nicht tun. Jetzt weiß ich wieder, woher ich die Stimme kenne. Das ist die Stimme von Wolverine. Jetzt weiß ich es wieder. Die ganze Zeit habe ich gerätselt wie sonst was. Aber das ist die deutsche Stimme von Hugh Jackman. Oh mein Gott. Inventar. Ich habe oh, sieht sehr interessant aus. Die behalte ich. Das ist mal praktisches Loot, weil es an sich wertvoller als das, was ich drauf habe. Abschaum hat er gesagt. Oh, das war Gift. Hätte ich vielleicht nicht reinlaufen sollen. Ach, no ist no fun. Loot. Ja, jetzt versperrt mir allerdings ein bisschen mein Kamerabild mein Ding. Oh, ich stehe in Gift. Ich stehe noch mehr in Gift. Sinnvoll. Wir drücken den Lostasten. Weg da. Da ist Loot zu finden. Wieder eine Loot-Truhe. Oh.
Obwohl Blau eigentlich gar nicht recht seltener ist. Macht der Kram hier aber alles hier weniger Dings. Und Scheiß aber auch. Wie ging das nochmal? B oder was? Nein, wie habe ich das? Nee, nee, wie ging das noch? Ich kehre in die Stadt zurück. Ah, mit T. Wie? Town. Truhe, Truhe, Truhe. Wo hatte ich die Truhe? Nein, da war die Truhe nicht. Das ist doch echt doof. Einfach noch 20 Mal dran. Beine. Magische Handschuhe. Nehmen wir mal. Das ist doch genauso. Wir behalten mal nur Geld. Dann könnte er hier auch weg. Die Standardwaffe hier kann weg. Kein Zwei-Armbogen. So, dann gehe ich mal hin, hier Händler. Ich noch mal meine Sache kaufen. Da. Ich hab's mit dem Abenteurerleben versucht. Das war nichts für mich. Zu viele Schmerz, zu wenig Profit. Wüsste, wen das Pferd von meinen Jungs hier gebrauchen könnte, würde ich das denen abgeben, aber ja. Ich habe wieder an irgendeinen kaufen, der es gebrauchen kann.
sogar schon. Ach. D. D. Kann ich hier nicht tun. Und zurück geht es. Und dann wollen wir mal weitermachen. Diese Kreatur muss sterben. Wir werden alle sterben. Keine Sorge. Noch nicht sein. Langweilig. Hat hier das mal durch, die machen das. Ich brauche mehr Zeit. Vergeltung! Okay. Doch bin ich gestanzt worden. Ich warte immer noch. Langweilig, Freunde. Das werdet ihr nicht überleben. Wissen wir schon. Diese Dinger da. Ganz schön. Was hast du anzubieten? Gibt's hier noch mehr? Oh, fast geschafft. Göttliche Wurzeln. Der Portalwächter ist angekommen. Der Portalwächter. Oh, das hört sich aber unmöglich an. Das war schon. Was war's? Portalwächter ist ange... Ich muss zurückkehren. Sprechen Sie mit den Orik in der Stadt. Okay. Lorat, ich habe noch nicht wieder von den Horatren gehört. Ich grüße euch, Nephalem. Viele gefährliche Gegner mögt ihr schon besiegt haben. Doch es gibt noch viel zu tun. Ja. Dies ist eine Karte Sanctuarios und angrenzender Reiche. Von hier aus könnt ihr eine Region auswählen, um sie euch genauer anzusehen. Das weiß ich doch. Dieser Karte könnt ihr entnehmen, zu welchen Orten der jeweiligen Region ihr euch begeben könnt. Weiß ich doch. Orte, die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet sind, halten Kopfgelder bereit, die ihr euch verdienen könnt. Als Kopfgelder werden die vielen Aufgaben und Herausforderungen bezeichnet, die eure Aufmerksamkeit benötigen. Als Belohnung für abgeschlossene Kopfgelder erwarten euch mächtige Gegenstände. Viel Glück, Nephalem. Sanctuario braucht euch. Diese Welt wird immer in Gefahr sein. Sogar die Orte, die wir einst für sicher hielten. Ah. Ja, ich lebe wieder in den Ruinen von
Ich verleihe euch die Macht eurer Vorfahren. Schöne Macht der Vorfahren. Den kann ich verkaufen. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal. Hier nichts. Die hatte ich auch schon mal. Auf halt so eine Schwingen. Weiß ich nicht, aber die kann ich auch verkaufen. Junge, ja. Hopp. Ach, da ist er noch. Interesse an neuen Waren? Dann mal Zweig. Fieser Rächer. Den Köcher kann ich auch wegschmeißen. Dich kann ich auch wegschmeißen. Weg. Das kann weg. Ja, trotzdem Quest geschafft. Damit ist eigentlich das Let's Play schon für dieses Mal wieder beendet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich denke mal, dass ich die Tage mit Heroes of the Storm anfange. Das habe ich jetzt auch runtergeladen. Und natürlich kommt auch bald wieder Paragon. Ich denke mal, jetzt wieder zum Wochenende. Nicht vergessen, immer schön dranbleiben, beobachten, ob was streamen, damit ihr auch bloß nichts verpasst. Ich bin euer Anubis, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ciao.